Hi und willkommen zum Part 2 von unserem Let's Play von Dark Souls. Da sind wir. Und wir hatten euch versprochen, dass wir den Ritter machen. Oder unseren... Anlabern. Unseren Befreier. Dann wollen wir mal gucken. Auf geht's. Treppe rauf. Loch in der Wand. Und hinein mit uns. Bei mir spricht er schon. Oh, you. You're no hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. Okay. I'll die soon. Hört mich an? Ja klar, höre ich dich an. Was soll ich auch sonst tun? I wish to. Sei leise. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen, and thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Oh, ein Estus Flask. Here, take this. Zu Deutsch Flakon. An Estus Flask. Und ein Schlüssel. An undead favorite. Oh, Falcon Punch! Oh, kein Ding. Weißt du, was ich mich gerade frage? Warum du nicht still bist. And thank you. Okay. Jetzt. Ein gutmütiger Ritter, der am Boden sitzt, wehrlos... Okay, Frage geklärt. Was genau meinst du? Ich habe mich gerade gefragt, ob er Seelen bringt. Ja, bringt er 100. Okay, weiter geht's. Der Ritter ist tot. Wir haben seine Sachen. Und seine Seelen. Alle sind glücklich. Hast du auch getötet? Ja. Ja, 20 bringt ein Zombie und 100 der Ritter. Schlüssel benutzt. Oh, nächster Tipp. Rechte Waffe in beiden Händen ausrüsten. Y. Machen wir das schon mal. Das ist cool. Allerdings, ich finde einen netten Schild eigentlich besser. Ah, hier steht was. Okay, das war das, was du schon vorgelesen hast. Und okay. Ich rüste trotzdem... Nein! Ich rüste trotzdem... Ja, ich behalte den Schild. Ja, ich auch. Mein Leben ist mir ein bisschen wichtiger als ein bisschen Schaden. Und Schwert im Bauch. Und hier haben wir direkt den nächsten Leuch... Oh, Kurzbogen. Du Glücklicher. Und ich benutze ihn direkt. Pfeil ausrüsten. Klatsch. Okay, der ist tot, aber der droppt nichts bei mir. Okay, gut. Das mit dem Parieren abwehren, das lehne ich erstmal ab an sich. Geht mir nicht. Machst du jetzt den... Ja, den hier. Der Typen in der Ecke mache ich. Ja, blocken, schlagen. Das ist übrigens die Taktik, die ihr in diesem Spiel hier sehr, sehr häufig sehen werdet. Ansonsten kann man hier an dem Kerl hier schon mal gerne 3-4 Mal sterben, wenn man blocken und parieren ausprobiert. Also, ich sag mal, Dark Souls ist so das einzige Spiel, wo man beim Tutorial gut und gerne verreckt. Ja, ich stimme zu. In anderen Tutorialen bist du OP, hier bist du schwach wie Sau. Ja. Aber, aber du bist schon stark im Gegensatz zu dem, was nachher noch kommt. Ja. Ihr seht, ich bin jetzt reingesprungen in unseren netten Boss hier. Wie Boss? Ich geh jetzt durch den Nebel. Ja, genau, den Boss. Ach so, den Boss! Ich bin jetzt irgendwie gerade direkt durchgelaufen. Also, ich konnte gar nichts machen. Ich bin direkt weitergelaufen. Eigentlich kann man von da oben ja so einen Sprungangriff machen. Ja, das kenne ich, aber ich bin gerade direkt, ich hab's direkt geschafft mal. Also, wenn ihr den Sprungangriff sehen wollt, dann müsst ihr das wahrscheinlich bei Max angucken. Das ist jetzt nichts Besonderes, die aber es ist schon sehr hilfreich, sag ich mal. Also ich glaube, ihr werdet mich hier an dem Boss sterben sehen. Es ist wichtig, dass man ihn hinkriegt, finde ich auch. Also, das ist ein Boss für ein Tutorial. Merkt euch das, Tutorial.
könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie die Bosse im normalen Spiel aussehen werden dann. Verdammt, der prügelt mich zu Tode. Ich liebe mein Schild! Okay, ich glaube, ich kriege den noch hin. Ich habe noch einen Heiltrank und der hat halbes Leben. Ich habe noch einen Heiltrank und bin trotzdem genauso schlecht wie du gerade dran, glaube ich. Lass mich aufstehen und mich regenerieren, sonst bin ich tot. Also ich brauche ganz sicher noch einen zweiten Versuch. Also ich würde jetzt ganz gerne den Heiltrank nehmen. Und jetzt habe ich keinen Heiltrank mehr. Ja, und wie sieht's sonst aus bei dir? Ja, also er hat nicht mehr viel. Also es kann sein, dass ich das schaffe. Oh, ja. Er schlägt nach vorne, Und. Oh, toll, er fliegt, ey. Penner. Und er landet chill mit seinem fetten... Ich verschwende schon wieder Leben an einem kleinen Minion hier. Ja, zu viel LOL gezockt. Und. Oh, jetzt ist er down. Du hast ein Glück. Schlüssel des großen Pilgers. Ihr habt gesiegt. Diesen Satz, ne? Da freust du dich jedes Mal drüber. Aber ihr seid gestorben. Liest man irgendwie ein bisschen häufiger. Ein bisschen? Na gut. Das ist der durchgängige Satz, das ist der Leitspruch dieses Spiels. Es heißt ja Prepare to Die Edition. Also, ja, wir gehen mit dem Schlüssel mal direkt weiter hier durch. Durch die Tür. Die Max jetzt noch von schönen Herrn Schwabbelarsch verdeckt ist. Ja, aber das werden wir jetzt schnell ändern. Alter, krass durch. Die Max noch schön von Herrn Schwabbelarsch verdeckt ist. Alter. Das Deutsch. Wo? So, wieder ein Sprung von oben bei mir. Also hier, wenn ihr hier zuguckt, dann könnt ihr eigentlich nur fliegende Sprünge und Akrobatik wollen. Und mein Tod! Give me warm, give me soft. Meine Seelen! Also hier sprechen mich gerade zwei Eier an und sagen give me warm, give me soft. Max, was mache ich jetzt? Den einen warm halten, den anderen töten. Ich weiß, ich kann mal probieren, ob ich die kaputt hauen kann. Da ist ein Gewicht nicht drauf. Ja klar, ein Ritter töte ich? Auf Eier einhauen, da habe ich Angst vor. Okay. Tim, gib mal in die Gas, ja? Wie rolle ich nochmal? Ich habe das gerade vergessen. Ich weiß, wie man fällt. Wie rolle ich? Los jetzt! Mit B. Also, ihr habt gerade meinen ersten Tod miterlebt. Sicher nicht der letzte. Na, aber da habe ich doch so einen Kandidaten. Mich. Ich bin nämlich gegen den Boss gestorben? Fast. Ja, bin ich. Ich komme nicht dazu, meinen Heiltrank zu benutzen. Also ich probiere jetzt dein Tipp mit dem Eier angreifen noch einmal. Ne, passiert nichts. Wo sind diese Eier überhaupt? Ich verstehe auch nicht, wovon du redest. Die sind ganz auf so einem ausgestreckten Arm, wo wahrscheinlich mal eine Mauer stand oder so. Okay. Ist da sonst irgendwas Interessantes? Ja, hinter einer Wand war noch eine Leiche. Die hat noch eine Seele gedroppt. Ich kann euch auch mal zeigen, was man mit den Seelen machen kann. Hier, jetzt haben wir die nämlich unten als Item. Ja, du bist noch nicht geflogen, oder? Jetzt können wir die benutzen. Nein, geflogen bin ich noch nicht. Ich finde, das Fliegen könnte man ganz schön als Ende eines Parts nehmen. Ich weiß nämlich auch nicht, wie weit wir jetzt sind. Also, ich habe meine Uhr so ein bisschen später angefangen. So ungefähr, ja, 3 Minuten später, vielleicht 2 Minuten, weil die sagt mir gerade, es ist 8 Minuten. Und wir sollten sehen, dass wir zwischen 10 und 15 Minuten bleiben. Oh, ich probiere mich wieder am Boss. Ich glaube, in dem Rahmen wirst du auch bleiben können. Sack. Vielleicht finde ich in der Zeit noch ein bisschen was zu tun, dass meine Leute hier nicht ganz einschlafen. Ich kann ja
alles nochmal durchlaufen. Vielleicht ist... Was? Das interessiert mich jetzt. Das interessiert mich. Da gab's doch, als wir das letzte Mal versucht haben aufzunehmen, so eine Tür. Die war vor dem Boss nicht offen. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob man nicht durchkommt. Ich probier's mal aus. Ah ja, Pfeifen beim Headset sollte man lassen, wenn ich nicht rechne. Ah! Juhu, er fliegt! Das finde ich jetzt gerade extrem gut, weil ich dann Zeit habe, mich zu heilen. Und er landet irgendwie immer nur genau an der Stelle, wo er vorher auch schon war. Das finde ich gerade gut an der Aktion bei ihm. Okay, wir fahren mal hier so. Wir haben gewonnen! Spiel. Endlich! Sieg für mich! Max hat gewonnen. Das Spiel ist kaputt. Wir können neu starten. Blöd, Mann. Ich so, jetzt da ist die Tür, die ich eben gemeint habe. Das habe ich letztes Mal, als ich hier war... Ah, da sind meine Seelen von vorhin. Hm? Geht jetzt die Tür oben? Ich probier's aus. Nee, ist immer noch verschlossen. Das ist doof. Kann ich euch auch gerade mal den Sprungangriff zeigen, den ich eben eigentlich machen wollte. So. Ja, das geht. Aber ich dachte, du hast keinen Gegner mehr. Ja. Ja, dann gibt's noch eine Special Animation. Also, Max, du gehst hoch, bis du den ersten Schnee erreichst auf den Stufen. Ich suche gerade erstmal deine Eier. Ich will wissen, wo die sind. Ja, das meine ich doch. Meine, nein, du suchst die Eier aus dem Spiel, bitte. Ach, blöd, Mann. Du gehst bis zu dem ersten Schnee, dann gehst du rechts rein. Bevor die dicke, fette Mauer kommt. Dann gehst du rechts rein und dann ist so ein langer Steg nach draußen. Da sind zwei Eier. Und die fangen an, mit dir zu reden. Wo ist hier ein Steh? Ah, dahin! Give me warm, give me soft. Bestimmt ein Rätsel und ich bin zu blöd, es zu lösen. Give me soft. Ich will jetzt hier nicht rumschlagen, weil sonst falle ich gleich runter. Ja, ja. Und genau auf der entgegengesetzten Seite ist noch eine Leiche. Du meinst hier? Also. Die Leiche finde ich nicht, oder? Ich bin falsch. Genau auf der entgegengesetzten Seite, da ist hinter einer Wand. Ah! Jetzt weiß ich, was du meinst, entgegengesetzte Seite. So. Oh. Und ich persönlich gehe jetzt schon in der Cutscene über. Nein. Das wird dann auch der Ende des Parts sein. Und den nächsten Part beginnen wir dann. Ich finde die Leiche immer noch nicht, aber egal. Auf zur Cutscene. 60 Seelen sind mir jetzt auch egal. So, Max. Cutscene! Schnauze halten. Gleichfalls. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Man hört den Trinken und Schmatzen. Oh, mein Controller erschreckt mich gerade. Der vibriert. To the land of the ancient lords. Lordran. So, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann. Ciao. Dann nehme ich abschließende Worte, Tim. Dass man keine Worte habe, ich akzeptiere dich auch. Ciao.